Wo ist meine Frau? Brünett, grauer Mantel? Sir, ich weiß es nicht. Ich habe niemanden gesehen, der so aussah. Wirklich? Sie ist aber gerade vor einer Minute hier reingegangen. Sagen Sie mir sofort, wo sie ist. Sir, ich komme gerade zurück von der Pause. Vielleicht ist sie durch die Hintertür. Gehen Sie besser zu einem Arzt. Laufen Sie! Schnell! Ich danke Ihnen vielmals. Schnell, los! Schatz! Mega, meine Süße! Ich kann dich hören! Glaubst du, du kannst von mir weglaufen, schwanger wie du bist? Mega, ich kann dich hören! Ich hatte mich immer gefürchtet, meinem Monster-Ehemann wegzulaufen. Aber in diesem Augenblick hatte ich einen Grund, alles zu riskieren. Mein Name ist Megan und so begann meine Liebesgeschichte. Sie haben noch etwa 50 Lebensjahre vor sich. Im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung, aber in Ihrem Zustand sollte sie sich eine Zeit lang ausruhen. Danke, Frau Doktor. Alles Gute für Sie. Wo bin ich? Hey. Und wer sind Sie? Entspannen Sie sich. Sie sind bei mir zu Hause. Sie sind mir buchstäblich vor die Füße gefallen, bewusstlos. Okay, und was hat die Ärztin gesagt? Danke. Sie sagte, es geht Ihnen bald besser, aber Sie brauchen Ruhe. Also, vor wem sind Sie weggelaufen? Das geht Sie nichts an. Was? Hat er das getan? Okay, ich muss jetzt aber wirklich gehen. Ja, natürlich können Sie gehen, aber Sie können auch nicht gehen. Wieso? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ja, aber ich denke, diesen anderen Typen haben Sie viel zu lange gekannt. Ich meine, ich bin David. Megan. Freut mich sehr, Megan. Schau, du kannst so lange hierbleiben, wie du willst. Ich helfe dir sehr gerne. Denn in letzter Zeit habe ich nur noch gearbeitet, also ist es eine nette Abwechslung. Wo arbeitest du denn? Das ist eine lange Geschichte, aber... Ach, reden wir später darüber. Okay, also, danke, aber ich möchte jetzt doch lieber gleich gehen. Megan. Oh. Oh. Ja, ich glaube nicht, dass du jetzt so gehen solltest. Darf ich? Ja, natürlich. Danke. Ich bin zuerst nur zum Wohle des Babys bei David geblieben. Und ich bereute es nicht. Ja, wir haben es fast geschafft. Ja, genau, ja. Gut. Hey. Hallo. Hey, nun, ich wusste nicht, wann du zurückkommst, also, wollte ich mich mit einem Abendessen bedanken. Oh, das war nicht nötig. Ich habe schon etwas Kleines gegessen. Oh. Okay. Ist das Lasagne? Ja. Oh, wow, das ist mein Lieblingsgericht. Riecht wirklich gut. Aber... ich glaube nicht, dass ich das alles alleine essen kann. Oh, dann esse ich mit dir. Oh ja? Mhm. David war so warmherzig und lieb zu mir. Und ich wollte, dass er sich mit mir wohlfühlt. Neben ihm fühlte ich mich endlich wieder wie eine richtige Frau. Und nicht wie ein Püppchen von jemandem. Ich merkte nicht mal, wie sehr ich mich in ihn verliebte. Aber David sagte nie, wo er arbeitete. Und ich schwieg immer noch über mein Geheimnis. Wir sehen uns heute Abend. Ja.
Aber keine Snacks vorher, denn es wartet schon wieder Lasagne auf dich. Tschüss. Bis später. Hast du was vergessen? Ganz richtig. Meine Frau. Was? Nein. Ich sagte doch, du kannst vor mir nicht wegrennen. Denn das Kind, das du im Bauch trägst, ist sehr wichtig für mich. Ganz nette Bude. Oh, aber dein halbseidener Verehrer hat absolut keine Verwendung für eine Frau mit dieser Art von Gepäck. Ich werde nirgendwo mit dir hingehen. Oh, das werden wir ja sehen. Mein Märchen mit David war zerstört worden. Und ich hatte keine Möglichkeit, ihm die Wahrheit zu sagen. Ist alles auf, was auf dem Teller ist. Harry, du weißt doch, dass ich kein Fleisch esse. Jetzt isst du es, Liebes. Zumindest solange du meinen Erben unter deinem Herzen trägst. Er muss stark und gesund sein, wenn er mein Geschäft übernehmen will. Harry, das geht zu weit. Wenn du mir einen Jungen schenkst und nicht zu viel Ärger machst, lasse ich dich vielleicht sogar gehen. Obwohl eine kleine Chance besteht, dass du ihn für dich ganz allein haben willst. Nehmen Sie die Hände weg von ihr. Megan, komm mit mir. Oh, David. So, halten wir zurück, Jungs. Ich kümmere mich selbst um ihn. Geht schon. Diese Frau gehört mir. Sie ist schwanger mit meinem Kind. Das weiß ich. Ich wusste es vom ersten Tag an. Ich habe es in der Einfahrt gehört, als sie hinter Megan her waren. Dann wurde mir klar, dass alle meine Sorgen umsonst gewesen waren. Ich war so beeindruckt von David. Sie kommt mit mir. Harry, Harry, bitte, du darfst ihm nichts antun. Wie du meinst, meine Liebe. Aber dann musst du ein gehorsames Mädchen sein. Ich war bereit, alles zu tun, um David zu retten. Das war eine sehr schlechte Entscheidung, mich zu ärgern. Jetzt lässt du mir damit keine Wahl. Ich werde dich loswerden müssen. Schnell gehen. Schnell. Komm. Warte. Verschwinden wir von hier. Megan, nicht nötig. Nehmt ihn mit. Wir ermitteln schon seit Ewigkeiten gegen deinen Mann. Und jetzt haben wir endlich etwas in der Hand, um ihn festzunehmen. Also, da arbeitest du. Es tut mir leid, ich konnte es dir nicht früher sagen, aber jetzt haben wir genug Beweise gegen ihn. Ich werde dich loswerden müssen. Dann hast du mich dadurch gefunden. Ich dachte, dass ich dich nie wiedersehen würde. Megan, das würde ich doch niemals zulassen. Ich liebe dich. Das bedeutet, dass du nicht mehr so viel arbeitest. Und ich mache dich dick und fett mit meiner Lasagne. Ich glaube, das nehme ich dir besser wieder weg. Oh. Danke dir vielmals. In diesem Moment wurde mir klar, dass dies die wahre Liebe ist.
Und sie ist es definitiv wert, für sie zu kämpfen.